Wir zeigen Ihnen jetzt, wie Sie ein Elektroauto an der Station zurückgeben. Sie haben geparkt, Sie holen sich das Ladekabel aus dem Kofferraum. Das haben Sie ja vorhin zu Fahrtbeginn eingepackt. Zum Laden muss das Ende mit den Stiften vorne angeschlossen werden. Bei dem neuen Renault Zoe muss man dafür zuerst mal wieder vorne entriegeln. Dann ist die Klappe geöffnet und man kann das Ladekabel am Auto anschließen. Die andere Seite vom Ladekabel muss natürlich an die Wallbox oder an die Ladesäule. In diesem Fall ist es eine Wallbox. Meistens braucht man ein bisschen Kraft, um das hier richtig reinzustecken. Und dann muss der Ladevorgang noch gestartet werden. In dem Fall hier braucht man dafür einen Schlüssel, der am Autoschlüssel ist. Steckt den rein und startet den Ladevorgang. Im Prinzip können Sie danach, wenn der Ladevorgang gestartet ist, das Auto ganz normal zurückgeben, Chip in den Bordcomputer zurückstecken.